Name. So. So, hier startet jetzt unsere Tour, die Wanderung, eine ganz kleine Wanderung, ah, hier ein Spaziergang von Soyer nach Forna Lodge. Mega, mega. Besser wie meine Digitalkamera. Ja. Vitamin-Schocki. Ja, hier gibt es ein paar Zitronen. Aber auch das Tal da, ne, sieht ja einfach aus. Zitronen sind ja basisch. Richtig. Genau. Aber erst im zweiten Augenblick, glaube ich. Das heißt? Na, erstmal Säure, aber wenn du sie mischt, Körper, oder wie? Im Körper dann. Das kann sein. Ist es dann nachher basisch? Ja. Das ist jetzt kostenlose Ernährungsberatung von Stefan aus Berlin. Aber ich bin ja nur der, der sich am wenigsten um die ganze Sache kümmert. Und was haben wir jetzt gemacht? Wir haben in Soyer geparkt. Ja, genau. Und laufen jetzt von Soyer Richtung Forna Lodge. Ja, soll angeblich in 35 Minuten erledigt sein, der Ja, Walk. Aber so viel wie... Ein oder gleichen Landkarte stand einmal 35 und einmal 45. Ja, aber so viel wie wir filmen und fotografieren und guck mal hier und guck mal da, werden es eher anderthalb Stunden ein Weg. Feigenbaum, ohne Feigen noch. Aber so einen kleinen Garten reicht mir doch auch, Patrick. So ein kleiner Garten, ja, reicht dir? So ein Schrebergarten. Hier in Soyer? Nee, einfach irgendwo bei uns. Bei uns? In Marazzi. Guck mal, toll. Ja, der ist gut, der Garten. Ja, der ist echt schön. Und Hühner. Hühner auch. Frische Eier, frische toll. Zitronen. Ja. Sehr schön. Was will man mehr? Guck mal, die Kakteen blühen jetzt hier gelb und bei uns sind sie rot. Oh. Ja. Sehr schön. Ich sag ja, anderthalb Stunden wird wohl realistischer. Aber schön mitnehmen und die Igo Chumbos sind erst reif im Ok. Ja, herrlich. Damit es schön piekst. Ja, von unserem ibizenkischen Gin, da ist die Hauptzutat Igo Chumbo. Und die pflücken sie immer. Und das ist so eine Sauerei mit den Stacheln, die kriegst du ja nie wieder weg. Das sind so ganz feine. Ja, ich will es. Ich hab's mir mal beim Habt ihr mal probiert? In den Trikot nee, gesteckt. Ja. Und dann hast du jahrelang die kleinen Stachel. Ja, vorne kriegst du es echt ganz schlecht raus aus den Klamotten. Ja. Das hängt fest. Aber fehlt noch ein bisschen. Schöner Blick. Rolling. Ja. Da vorne ist ein schöner lila Busch. Guck mal, das ist hier Fenchel. Was ist das? Bilder Fenchel. Sandra sucht gerade schon wieder Jerbas-Kräuter für unseren Jerbas. Oh, herrlich. Riech. Oh ja. Sehr gut. Oh, ich hast du es auch, ja. Fännchen. Kannst du richtig schön in den Jerbas geben. Ja, oder ein schöner Fencheltee. Toll, ne? Ja. Und wir haben das erste Mal dieses Jahr hier den mallorquinischen Spargel geerntet. Ich wusste gar nicht, wie der aussieht. Der grüne? Ja. Haben wir auch gemacht. Ich wusste nicht, wie. Siehst du das ja so irgendwo an der Seite? Ja, ja, ja. Und ich dachte immer so, was ist denn das? Und Miguel, der vom Weingut, hat uns dann gezeigt, das sind immer so eine pieksigen, wo so ein pieksiges Gewächs ist, das ist so dieser Spargel, die Spargelpflanze. Ja, richtig, so richtig böse. Meistens, wenn er groß und aber zu spät. Und dann schmeckt ist, er nicht mehr. Schmeckt. Guck mal, da Stachelbeeren, ne? Ja. Oder Brombeeren. Brombeeren. Oh, toll. Und dann haben wir angehalten und haben die Trinkflaschen ausgekippt und vollgemacht mit Spargel. Und dann bei Carlos haben wir dann Guck mal hier, das ist die Spargelpflanze. Die Pieks, wenn ihr die anfasst, ihr dachte früher, das wäre Unkraut, weil Schwiegermutter im Garten die ist so piekselig. Und Miguel sagt, das ist die Spargelpflanze. Ja, nee, das ist kein Spargel, das ist die Pflanze, in der Spargel gefunden wird. Genau. Also da, wo diese Pflanzen wachsen, wächst eigentlich auch immer Spargel. Genau. Ja, hier überall. Die Einfahrt wäre was, Schatz, hier. Ja, wunderschön. Ein tolles Fotomotiv, nur wenn ich mich da hinstelle, weiß ich nicht. Da ist keiner. Kannst du hier mal schnell reinstellen. Conto privada. Hier, davor. Ja. So, Filmi noch. Guck mal. Ja. Pedro Pellegrosso. Der bin ich. Er ist nicht da. Der bin ich jetzt gerade mal. Das ist tolle Feigenbäume. Hier ist irgendwo ganz viele Bienchen. Ah, die sind jetzt an den Feigen dran, Schatzi. Ja. Hörst du? Ja. Dann gibt es sogenannten Feigenblütenhonig bald. Ja, hört man. Natürliche Bestäuber, ne? Mal gucken, ob man es nachher auf dem Video hört, ja. Die Bienchen.
Ja, das kann auch sein. Ja, auch. Toll. Hier auch. Kann auch Nest sein irgendwo. Hummeln. Hummeln, ja. Hummeln. Das ist die große schwarze. Oder der Käfer von vorhin wieder. Ja. Ja. Holzbiene. Holzbiene? Holz, ja. Okay. Haben wir doch auch in ganz dünn bei uns. Ne? Ja. In Maratschi in der Wohnung gab letztes Jahr, weißt du noch, beim Kniffelspielen, ja. Die Löcher in dem Boden. Das waren aber keine Holzbienen, das waren kleinere Bienen. Die hießen aber auch Holzbienen. Oder Wespen vielleicht sogar. Wow, guck mal hier. Du. Wer Zitronen braucht, hier gibt es genug. Aber keine, die hier drüber wachsen. Nee, keine, die drüber wachsen. Nein. Nein. Die, wo drüber wachsen, sind alle schon geerntet. Ja. Ein schöner Weg. Ja, schöner Weg. Kann man aber auch ein bisschen joggen. Auch für Anfänger wie uns gut zu laufen. Hä? Für Anfänger wie uns gut zu laufen. Hä? Können wir nur ein bisschen schneller laufen. Wir sind viel schneller wie die. Stimmt. Da bricht sie da auf. Ja. Toll, ne? Ja, absolut. Geiles Haus da oben. Toll, ja, mit fein, was da blüht. Ja. Das sind zwar diese Klebeblüten. Ja. Da hast du eine Sauerei ohne Ende, wenn dein Auto da drunter parkst. Ja, ja. Aber es sieht Hammer aus. Sehr schön aus. Sehr schön. Guck mal, ist das eine Artischockenpflanze? Weiß ich nicht. Da? Keine sind Ahnung. Artischocken. Sind doch Artischocken. Müssen uns mal die Leute auf YouTube nachher sagen, ob das wirklich Artischocken sind. Sieht auf jeden Fall aus wie Artischocken. Oder Antischocken. Da auch. Ja. Da rechts daneben. Ja. Das könnte sein. Weil, habt ihr noch nie gesehen, wie die wachsen? Ey, wir haben nicht gedacht, dass die so hoch wachsen. Nee, ich auch nicht. Ich dachte, sind so ich auch, dachte so hier so. Müssen wir mal googeln nachher. Ah, ja. Noch nie gesehen. Neue Aufgabe für zu Hause. Cool. YouTube-Video angucken und danach googeln. Das ist googlen. Ein bisschen wie auf Ibiza, ne? Wenn du teilweise hast du da ja auch so ein bisschen Terrassen gehabt. Toll. Sandra hat Katze gefunden. Babykatze. Nee, die ist groß. Nein, aber sie ist klein. Nee, die ist klein. Ist kein Baby mehr, aber ist klein. Nein, bist du vielleicht 2 Jahre alt? So, hier geht es dann links in Richtung vorne Lutsch. Auch lustig. Erst denkt man, da geht es gar nicht weiter, weil wir auf ein Privatgrundstück kommen. Aber. Da oben geht eine kleine Straße rechts ab. Nee, Straße, Quatsch. Weg. Da ist Mauzi, die Sandra gerade gesehen hat. Und hier geht jetzt der kleine Weg rechts rein. Ja, irgendein kleiner Weg. Das ist ja süß. Schön, ja, super. Das ist ja süß hier. Ah, hallo Hahn. Die Strecke. Guten Tag. Wie geht's dir? Na du? Habt ihr den schönen Hahn gesehen? Ich habe die neue Schnecke kennengelernt. War sie da im Urlaub? Ja, sie war im Urlaub. Habt ihr den schönen Hahn gesehen, Sandra? Bitte? Habt ihr den schönen Hahn gesehen? Ja, toll. Das ist jetzt prädestiniert, um hier mit der Kamera auf die Fresse zu fallen, wenn man nicht auf den Boden guckt. Auch kein Weg für wo meine Birkenstock-Sandalen hier. Da. Alcudia, da war glaube ich noch nichts los. Ne? Oder die Crocs. Eine Engländerin. Und nun? Ah, hier wohnt eine Engländerin. Und dann vorne Lutsch. Conway heißt die. Guck mal, hier schön kühl. Wo? Was? Hm? Hier ist ein Abzweig. Wo geht's hin? Nach Soyer, nach Binjareik und nach vorne Lutsch. Aber wir wollten gerade hier runterlaufen. Ich glaube aber, nein, Mädels, ich glaube, der Weg geht hier hoch nach vorne Lutsch. Ja, das ist ein bisschen irritierend. Das ist ja niedlich. Aber der Weg geht hier hoch. Da kann sie mit Wasser versorgen. Und hier geht der Weg hoch nach vorne Lutsch.
Ja, Wahnsinn. Süßer kleiner Weg hier durch. Oh, hier riecht's lecker. Hier riecht's lecker nach Essen, da müssen wir irgendwo anklopfen. Da kocht irgendeine mallorquinische Mama. Aber sowas von geil, wie das riecht. Ah, richtig lecker. Schöner Weg. Kommt da oben ein Tor? Irgendwie sieht es am Tor aus. Ja. Schon. Sind wir da doch falsch? So, hier läuft man auf ein Tor zu, denkt erst, hier geht es nicht weiter, aber das Tor ist offen und schon verrostet. Und dann kann man hier wohl doch weitergehen. Ist ja unten auch ein Wegweiser drin. Wahrscheinlich ist das so ein Tor, dass die Ziegen oder die Schafe oder whatever nicht einfach aus dem Gebiet abhauen, vermute ich mal. Nächste Wegweiser nach vorne Lutsch, rechts ab. Und dann kommen wir wahrscheinlich aus dem Grundstück gleich wieder raus, auf dem wir gerade unten durchs Tor rein sind. Und ja, genau, hier kommt wieder ein Tor und es ist wieder offen. Und da ist man dann wieder draußen. So, hallo, hallo erstmal, Achtung, Treppen abwärts. Warte, ja. Hast du was Schönes gesehen? Ich mach nur hier mal, inwieweit du das einfangen kannst. Finde ich ganz interessant gerade. Mit meiner Kamera sieht es bestimmt nicht so toll aus. Aber ich ganz der ganz blickt durch den Wald. Läuft hier oben auch nur an einem Privatgrundstück nach dem anderen vorbei, gell? Aber der kann wenigstens im Auto hierher fahren. Die kommen alle irgendwie ran. Ja, somit ist der da hinten, den wir gerade gesehen haben, wo wir gerade gesprochen haben, wird der wahrscheinlich hier hochfahren können mit dem Auto und von hier dann doch nur diese 300 Meter tragen müssen. Dann geht es auch wieder. Ist das jetzt hier schon vorne, Lucia, oder? Da steht's. Da waren wir doch auch schon mal, Schatz. Vorne Lutsch waren wir mit dem Motorrad schon. Vom Gorch Blau runter mit dem Motorrad. Richtig, mal genau. Toll essen. Der Gorch Blau muss da oben sein. Da oben ist der, muss der Stausee sein. Und dann ist es ein schönes, kleines, marokkanisches Dorf. Am besten fährt man mit dem Motorrad her oder mit dem Rennrad oder mit dem Mountainbike. Weil mit dem Parkplatz ist immer sehr, sehr schwierig. Ja. Aber mit Zweirad ist immer schön und gibt ein paar nette kleine Cafés. Und wie gesagt, ganz in der Nähe ist dann der Gorch Blau, unser Trinkwasserreservoir. So, jetzt sind wir angekommen im Ort Forna Lutsch und laufen hier gerade noch. Ja, schön durch den Ort durch und dann werden wir wahrscheinlich gleich irgendwo unten im Dorf was trinken gehen können. Ich denke mal, wir gehen hier oben weiter, wobei die kleine Gasse da mit Sicherheit auch nach unten führt. Aber ja, das ist ein schöner kleiner Spazierweg. Ich schätze mal, ohne fotografieren, ohne so viel gucken, reines Laufen, ja, 30, 40 Minuten. Wir waren jetzt wahrscheinlich ein bisschen länger unterwegs. Da werden wir mal wieder Fotos gemacht haben und Video an und aus und so weiter. Aber es ist wirklich ein Weg, kann jeder laufen. Ist wirklich ganz easy.
Ganz, ganz alt. Ups, das war etwas zu viel, sorry. So. Also, immer wieder toller. Mitten im Gebirge, mitten im Tramontana-Gebirge. Das ist echt ein... Ja, schön. Da. Mal gucken, kommen wir hier nicht sogar gleich an dem Platz von vorne Lutsch raus, wo dann auch das Restaurant ist. Wird man gleich mal schauen. Heute sind wir hergewandert, sonst fahren wir mit dem Motorrad da. Und ja, hier sind wir zum Ort. Hola, buenas. Und da geht es dann ja, praktisch mitten im Ort. Ja, da unten ist die Straße. Da geht es durch den Ort durch. Da fährt man dann mit dem Motorrad rein. Da fahren auch gerade die Motorräder durch. Und da sind dann auch die Restaurants und so weiter. Und da kommt der Rest von uns. So. Auf der Suche nach den Restaurants und auf, nach dem Plaza hier in Fornalutsch geht es hier weiter durch kleine Gässchen. Ja, hier sind wir auch richtig, glaube ich. Ja. Schöne kleine Gässchen. Schön bepflanzt. Sieht ja richtig aus wie im Urwald hier. Wahnsinn. Und hier oben sind die ersten Restaurants. Da kommen wir zum Platz hin. Ich habe die Versorgungsstation gefunden. Da oben links ist die Versorgungsstation. So, jetzt ist Sandra auch wieder online. Sind wir gegangen. Ich glaube, hinter dir kommen Autos. Nee, kommen keine Autos. Nein. Aber ein Träumchen ist das, ne? Hier waren wir, glaube ich, auch noch nie. Hier drin waren wir noch nie. Wir sind immer nur mit dem Motorrad, haben vorne geparkt, haben dann irgendwo was gegessen. Genau. Haben natürlich wieder hier unsere Maske auf. Wir sind da wieder in der Stadt. Die Sonne ist rausgekommen. Genau. Die Sonne ist rausgekommen. Ja, jetzt schauen wir mal, dass wir irgendwie was Kleines zum Trinken bekommen. Ja, da sind doch schon die ersten Restaurants, da kriegen wir auf jeden Fall was. Schöne Shanti mit viel Fanta-Limon, schön erfrischend. Wobei das hier sieht eher mal nach Restaurant aus, aber ja, man sieht schon hier. Hier ist Bewegung, hier ist Leben. Mitten in der Stadt. Moment, ich muss noch mal zurück, muss euch den Platz hier zeigen. Das ist ein Innenhof. Hier. Das ist ja immer das, was wir auch auf unserer Insel lieben. Die tollen Patzchen. Ja, absolut. Haben wir auch in Palma so schöne. Gibt's müssen wir mal in Palma machen, mal ein paar Patzien filmen. Hier gibt es lecker was zu essen. Bon Profit. Ja, hier ist schon das Leben in Fornalutsch. Gucken wir mal gleich, bis die anderen wieder da sind. Und dann schauen wir mal, wo wir uns mal reinsetzen. Hey, hola! Hola! Der wollte einmal gerne mit auf die Kamera. Den Wunsch wollten wir immer füllen. Da sind wir schon mal hochgelaufen. Da waren wir das letzte Mal. Da haben wir letztes Mal was getrunken. Richtig. Hier, Dino. Vor 2 Jahren, glaube ich, waren wir da unten. Mal da. Ich dachte, genau. Wir sogar da. Genau. Da. Richtig. Genau. Da hinten. Oh, hier. Kurzer Rundumblick vom Platz hier in Fornalutsch. Da können wir gleich mal fragen. Ein Tisch ist frei. Jetzt müssen wir gucken, oder wo wir einen Platz kriegen. Oder wir laufen noch ein Stück im Ort rein und kriegen im Ort nach dem Platz. Wir schauen mal. Guck mal, die Palme war tot. Dann gehen wir mal hoch. Gehen wir mal hoch. Pass auf. Jetzt waren wir hier schön essen. Ja, waren wir, glaube ich, auch vor 2 Jahren mal. Cafeteria Sablassa. Genau. Ja, und das war hervorragend. Ja, war super. Bisschen Pambamboli gegessen. Oder Pancristal, oder wie heißt das hier? Pancristal eigentlich, ja. Mit Tomate bei mir reichte aus. War hervorragend. Genau, ich mit Käse. Klein und fein, aber alles ganz, ganz angenehm jetzt. Ne? So, jetzt wandern wir denselben Weg wieder retour. Wir gehen jetzt gleich hier links durch die Straße durch. Hier, hier gehen
die Straßen weiter hoch, alles kleine Sträßchen durch vorne Lutsch, Eingang zur Kirche. Da ist die Sonnenuhr. Ja. Also wirklich ein schönes kleines Bergdorf hin. Aber den Weg gehen wir jetzt nicht hoch, weil wir laufen jetzt gleich da. Den Weg hier rein. Den Weg vorbei. Laufen hier nochmal schön durch den Dschungel herrlich. Durch. Ja. Jungle Time. Und ein bisschen Jungle Wind. Time. Aber so haben wir auch letztes Mal gesagt, wie schön die das hier machen, gell? Dass die das alles so schön, die schön den Weg hier mit Liebe gemacht. Mit ganz viel Pflanzen schmücken. Ein bisschen auch wie Waldemosser. Ja. Die machen es ja auch ganz hervorragend. Hier kann eigentlich auch gar kein Auto durchfahren. Ja, Auto kann definitiv nicht durchfahren. Und ich glaube, Motorrad fährt hier auch keins durch. Wie auch nicht. Glaube ich nicht. No. So, der ist wieder. So. So, auf dem Weg raus aus Vorner Lutsch, wieder zurück Richtung Soyer. Schöne Bougainville, blüht wunderschön. Auch ein toller Blick hier nach hinten. Und hier, weiter Richtung Soyer. Und wieder auf den kleinen Weg retour. Ab durch die Landschaft gleich kommt dann wieder das nicht abgeschlossene Tor. Da geht es dann wieder zurück. Das ist immer auch schön. Ich muss hier nur echt. Ist echt geil hier. Filmen und laufen ist gefährlich. Ist gut für, um auf die Fresse zu fliegen, habe ich vorher schon mal gesagt. Schöner Blick immer wieder durch die Bäume durch. Cool. Ja, angenehm schattig. Ah, guck mal hier, hier ist ein schöner Blick runter. Das müsste eigentlich schon wieder fast Soyer sein. Kriegen wir das mit dem Zoom ein bisschen rein. So, Blick von oben auf Soyer. Genau. Ja, jetzt ist die Sonne ein bisschen rausgekommen. Also der Weg lohnt sich auf jeden Fall mal den zu machen. Ist auch nicht so anstrengend. Kurzer Weg, schön dann was essen, also lohnt sich. Eigentlich für jedermann. Absolut. Ja, für Anfänger einfach schon ein Spaziergang. Also es ist ja fast schon keine Wanderung, sondern es ist echt fast schon ein einfacher Spaziergang mit ein paar Felsen zwischendrin, aber wirklich für jeden problemlos. Ja, hier ist immer wieder ein Blick auf. So, ja. Yeah. Hey, das Tor ist offen. Die haben wir nicht zugemacht. Das sollte man euch auch nicht machen. Das Tor ist nämlich dazu da, dass die Tiere hier nicht abhauen. Dann sollte man nicht unbedingt das Tor offen lassen. Jetzt ist es zu. Ja, auf dem letzten Abstieg nach Soyer. Ja, dann sind wir wieder im Auto. Und dann haben wir die Tour bald geschafft. Jetzt sind wir am Ende von der Tour von Soyer nach Vorner Lutsch. Vorner Lutsch, genau. Und Retour. Ja. Was Kleines gegessen. Und sagen tschüss, adios, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Ciao. Mal. Wir freuen uns, wenn ihr uns einen Daumen hoch gebt und natürlich auch über jedes Abo, das ihr für unseren Kanal abschließt. Macht es gut, bis zum nächsten Mal.